Dieses Mal möchten wir euch mitnehmen nach Amsterdam. Auf dem Weg dorthin haben wir einen Zwischenstopp in Ootmarsum eingelegt und 4 wunderschöne und entspannte Tage in dem Hotel de Wimsel verbracht. Neben einer wunderschönen Gartenanlage und kulinarischen Köstlichkeiten hat de Wimsel auch eine kleine Kunstgalerie zu bieten. Hier seht ihr das Landgut Singraven in der Nähe von Denekamp. Ein schöner Ort für einen ausgiebigen Spaziergang und ein leckeres Stück Kuchen am Nachmittag. Weiter geht es für uns Richtung Amsterdam. Was für eine bunte, lebendige Stadt. Wir freuen uns auf eine spannende Woche. In dem Ort Zahnseschanz wurden im 17. Jahrhundert über 600 Windmühlen errichtet. Es entstand eines der ersten Industriegebiete seiner Zeit. Heute könnt ihr das Freilichtmuseum mit den nachgeahmten Windmühlen aus jener Zeit bewundern.
Der Palais op de Dam oder zu Deutsch Königspalast. Heute ist der Palast eher repräsentativ und die königliche Familie nur noch zu besonderen Anlässen hier. So zum Beispiel zur Krönung von Willem Alexander im Jahr 2013. Das House of Bols lässt uns eintauchen in die spannende Geschichte der Lukas-Bols-Liköre. Die Entstehung und den Herstellungsprozess vom Jahr 1575 bis heute. Am Ende der Ausstellung konnten wir uns leckere Cocktails ganz nach unserem Geschmack mixen lassen. Links sehen Sie das Nemo, das Science-Museum nach dem Entwurf des berühmten Architekten Renzo Piano. Es ähnelt einem Schiff. Das Smoke Boat. In der Eisbar war es in kurzer Hose auf jeden Fall ziemlich kalt. Artis ist der älteste zoologische Garten in den Niederlanden. Heute zählt Artis rund 786 unterschiedliche Tierarten. Es gibt sogar ein Schmetterling-Pavillon, ein Aquarium, ein Reptilienhaus, ein Planetarium und ein geologisches Museum. Und Anna, die Schmetterlingsjägerin?
Ich habe mir ein neues Skateboard gekauft. Und Anna hat ihren ersten Olli gelernt.